Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Ganz gut, und dir? Mir geht's auch ganz gut. Freut mich. Und dir? Auch gut, und dir? Sehr gut. Sehr schön. Wollen wir was essen? Ja, aber bevor wir was essen, wollte ich dich noch kurz fragen, wie es dir geht. Ja, eigentlich ganz gut, und schön, dass endlich mal jemand fragt. Also ich dachte, heute fragt mich keiner mehr. Mir geht's gut, und dir? Oh, das freut mich auch. Mich hat nämlich auch noch keiner gefragt. Ja, mir geht's auch gut. Habe ich dich endlich mal gefragt, okay. Wie geht's dir? Das ist schön. Ja, mir geht's gut, und dir? Ja, das schneiden wir alles nett rein, oder? Das schneiden wir alles rein. Na gut. Wie okay. Geht's dir? Sehr gut. Na, das freut mich, und mir geht's auch gut, danke. Okay. Und Basti, wie geht's dir? Schönen guten Morgen. Wie geht's dir? Ja, ich hab Hunger, aber sonst ist es eigentlich ganz gut. Gut, und dir? Okay, und dir? Gut, und dir? Gut. Und dir? Auch gut. Okay. So Leute, wir haben uns jetzt dazu entschieden, dass wir heute einen ganz gemütlichen Tag in der Villa machen und endlich mal planen, was wir denn hier den Urlaub über machen. Deswegen, viel Spaß. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Essen. Wir haben ein ziemlich nices Restaurant rausgesucht, also ich zumindest. Und schauen wir mal, ob das Ganze gut ist. Und ich habe noch gar nicht gesagt, herzlich willkommen Leute zu diesem Vlog, zu einer weiteren Folge von Road to Billionaire. Wie ihr gehört habt, wir gehen jetzt essen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir heute tatsächlich das Haus verlassen. Und wir hoffen mal, das Essen ist gut. Und was wir heute auf jeden Fall auch noch machen, wir machen Pläne, was wir die nächsten Tage so ein bisschen anstellen. So Freunde, es gibt natürlich einen Pineapple Shake und, was richtig geil ist, Chicken Fingers mit Pommes als Vorspeise. Und gleich gibt es dann auch noch die Hauptspeise. Jetzt ist das Penang da, es gibt nichts Besseres mit Reis und guten. Boah, ist das scharf. Alter. Also wir haben gesagt, no spicy. Und es ist trotzdem einfach übelst scharf. Das ist so krass hier. Essen war gut, aber Service war scheiße. Tiefer Trinkel. Na Leon, kannst du wegen einer Massage machen? Kostet ja nichts. Servus Leute. Was machen wir gerade? Wir shoppen gerade ein bisschen. Ich habe gerade eine Badehose rausgesucht und ich schaue jetzt gerade mal, ob sie in meiner Größe auch da ist. Was kaufst du? Nix. Ich glaube ich mal das bist an. Bist du broke oder? Thailand Tanktop. Ja, vielleicht probiere ich das auch mal an. Was ist das mal für eine Größe? Meinst du nicht, du hast die letzten Tage schon genug Geld ausgegeben? Man kann nie genug Geld ausgeben, oder? Nö, eigentlich nicht. Geld ist ja zum Ausgeben da, für was verdient man es denn? Sparst du kein Geld? Nee, ich hau immer alles gleich raus. Alles auf Pump, oder? Alles auf Pump. Ich finde das eigentlich ganz cool, oder? Ich finde das cool eigentlich. Geht auch ganz schön weit runter, finde ich. Ja, das musst du halt wegen Eis stecken. Oder wegen so ein bisschen hoch. Das finde ich jetzt so geil, dass es so weit runter geht. Das ist halt auch. Fass ich's an? Also, die kann das so abscannen hier. Klar. Ich weiß nicht mal, was das kostet. Die sind wirklich richtig gut. Was ist denn eine gute Massage? Die ohne Happy End sind richtig gut, die können das wenigstens. Ja. Dann der Leon hat mal eine ausprobiert mit Happy End und der meine, die kann gar nicht massieren. Thank you. Thank you. So, hau mal ab, oder? Ja. Bye bye. Bye bye. Oh, hier riecht es schon wieder nach Gras. So. Oder? Irgendwas einkauft. Mach mal jetzt. Gute Frage. Ich glaube, wir werden uns jetzt mal ein wenig massieren lassen, oder? Mal probieren. Auch kurz ein gescheites Foto für Insta.
So Freunde, wir sind wieder in der Villa und was machen wir jetzt? Natürlich gehen wir in den Whirlpool. Was kann man Besseres machen? Jetzt gibt es erstmal eine geile Cola im Whirlpool. Gibt doch nichts Besseres. Geil. Schön den Sonnenuntergang genießen. Und für alle, die sich jetzt fragen, wo der Simon ist, der liegt gerade im Bett, dem geht es nämlich nicht ganz so gut. So Freunde, wenn es im Whirlpool zu warm wird, dann kann man einfach kurz in die Sauna gehen. Hier sind es nämlich ja, über 50 Grad. Da kann man sich 2-3 Minuten wieder aufheizen und dann kann man wieder eine Runde in den Whirlpool gehen. Aber jetzt wird erstmal ein kleines Workout gemacht und ein paar Liegestütze. So, vorhin den Workout beendet. Wir filmen hier gerade noch so ein paar Shots mit der Kamera. Der Basti macht gerade noch Sport. Und der Sonnenuntergang hier ist einfach so krass. Ich glaube, es gibt keinen besseren Ort, wo man den Sonnenuntergang genießen kann. Einfach nur geil. Schaut mal, was der für Zeug macht. Alter, wenn man B-Roll filmen will, dann muss man sowas machen, ne? So Freunde, wir haben jetzt bei Taco Bell bestellt und es ist echt der Wahnsinn. Die Portionen, die sind ja so klein, also ich glaube, wir müssen gleich nochmal bestellen. Noch ein Burger, oder? Noch ein Burger, das wäre jetzt gut. Und ich esse gerade wirklich zum ersten Mal in meinem gesamten Leben Taco Bell. Deswegen bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das schmeckt. Deswegen einen guten. Ja. Nicht schlecht. Schmeckt ganz gut. So Freunde, jetzt gibt es hier ein Taco und da denken wir sich, naja, 3 Euro für ein Taco ist ja ein guter Preis. Aber jetzt schaut euch mal, wie klein dieser Taco ist. Für 3 Euro habe ich früher einen Döner bekommen. Jetzt gibt es da so ein kleines Ding. Also das ist echt der absolute Wahnsinn. Freunde, und jetzt kommt der allergrößte Witz. Das ist der Nachtisch. Ich dachte, das ist wie so ein Schokoladencrepe. Guck mal, 2 solche ganz kleine Dinger für 2,50 Euro. Dafür habe ich früher einen Schülerdöner bekommen. Der hieß nur Schülerdöner. Der war genauso groß wie normaler Döner. Aber war halt ein Schülerpreis. Und jetzt kriegt man dafür sowas in Thailand, wo alles günstiger ist. Also. Aber ja, zurück zur Mule. Ja, die ist ausgegangen. Wir wissen nicht, wohin. Eben, das frage ich mich halt immer. Zusammen mit der Kerze, mit der Kamera. Ich finde, wir sollten auch mal über das Thema im Allgemeinen sprechen, Guacamole. Ja. Ja, zum Beispiel, warum es die Guacamole nicht Bescheid sagt, dass ich ausgehe. Ja, eben, ja. Und vor allem, was das für Einflüsse auf die Gesellschaft hat, finde ich. Also, das sollte man mal drüber sprechen. Und auf die Politik und auf die Wirtschaft. Was ist das für eine Gesellschaft, wo man einfach so ausgeht, ohne... Ohne was zu sagen. Ja, eben. Also, in so einer Gesellschaft möchte ich nicht leben. Eben. Also, ich sag mal so... Ich meine, im Endeffekt leben wir in einer freien Gesellschaft. Ne? Das heißt, die Guacamole kann eigentlich machen, was sie will. Ja, also eigentlich kann die schon ausgehen, ja. Aber es geht auch in einer Gesellschaft, in einer gut laufenden, in einer gut funktionierenden Gesellschaft, geht es natürlich auch um Respekt. Und ich habe keinen Respekt von der Guacamole, ja, ne? Die nicht Bescheid sagt, dass sie ausgeht. Nee, also da finde ich... Also... finde ich so eine Mayo, finde ich dann schon deutlich besser. Also, ey Simon, hast du schon mal eine Mayonnaise gesehen, die ohne Bescheid zu sagen ausgegangen ist? Nee. Gibt's nicht. Aber Kerzen machen das oft. Mayonnaise haben einfach Respekt vor den Menschen. Aber sind Mayonnaisen eigentlich weiblich oder männlich? Mayonnaisen? Naja, bei Mayonnaisen gibt es ja viel Geschlechter. Wie viel denn? Je nachdem. Also sind weiße, oder? Das kann man ja nicht genau sagen. Was ist denn die Big Mac Soße?
Die Big Mac Soße, hui. Das glaube ich ja, als, weiß ich nicht. Naja, das ganz normal. Je nachdem, wonach die sich fühlt, die Big Mac Soße. Ich kotze gleich. Aber was ist jetzt, wenn sich eine Big Mac Soße beispielsweise als Mayonnaise identifiziert? Naja, dann hat sie so langsam keine, ja, die Chromosome von der Mayonnaise hat. Würde es nicht funktionieren. Also. Kann ich das dann nicht im Personalausweis testen? Nee. Problem ist halt auch so, auf welche Toilette geht dann die Big Big Soße. Vor allem, was ich halt echt schade finde, es wird dann immer über Menschen und Geschlechter gesprochen, aber die Soßen, die werden da komplett vergessen. Ja, aber ich finde, es ist auf jeden Fall mal gut, dass wir das Thema mal angesprochen haben, weil, finde ich auch, ist einfach, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja. Ja, es gibt halt leider einfach zu wenig Menschen, die sich für die Soßen recht einsetzen. Eben, ja. Ja, ist halt einfach eine unterdrückte Minderheit. Und den Soßen wird auch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Nee. Die sich auf die Straße kleben. Dann fahren die Leute einfach drüber. Also. Macht's gut, Leute. Der Titel lautet die diskriminierteste Minderheit auf der Welt. Ja. Dann sprechen wir über Big Mac Soße.